Und schon wieder einer, ich sehe, ihr seht ja auch einfach mich. Ihr habt ja einen Bordstein. Ciao, Nico. Ey, die hat da am Bordstein versteckt, Alter. Extra gewartet. Boah. So. Jetzt holen wir doch erstmal den Punkt, weil das wird hier echt zu viel, Mann. Hakuna Matata, Mujahs, seid herzlich willkommen. Heute ist wieder Warride Action. Nicht ganz so harter, denn dieser qualifiziert uns für die extra harten. Ich begrüße auch harte Jungs, Pomrod, Deko und Kev. Hallöchen. Yeah, buddy. Was geht ab, ihr Lieben? Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie Marvin es schon sagt, es ist einer von Michas krassen Warrides. Marvin hat dummerweise keinen Kontakt eingestellt. Ja. Und finde ich gar nicht so schlecht. Dann können wir uns nicht ankündigen. Was geht direkt los mit Explosionen, denn wir haben noch zwei weitere richtig Hardcore-Hardcore-Maps, für die wir letztes Mal auch eine Stunde gebraucht haben. Genau. Das heißt, wir müssen uns qualifizieren. Also wir haben schon 1 und 2 gezockt, das ist jetzt Teil 5, den hat er eben kreiert für Leute, die nicht ganz so viel Skill haben. Also wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann haben wir Probleme bei 3 und 4, ja. Also wir werden es auf jeden Fall hinkriegen, erstmal warm werden jetzt hier. Wobei gibt's auch Nummer 1, alter Schwede. Die 1 haben wir schon gespielt. Bei 1 und 2 hat, glaube ich, alter Kev gewonnen. Alter Schwede, ist geil. Ich hab's jetzt noch gar nicht gesehen. Oh, Leute, man hat sich gedreht. Seriously? Oh, es geht schon los, Jungs. Es geht los. Es der geht los. Der Bomb geht hin. Ich hab Angst. What the fuck? Alter, war weiter. Nein. Und schon mal den ersten kleinen Fehler. Alter Schwede! Wird das der First Try? Wow! Ihr macht das nicht schon wieder im First Alter. Try, Jungs. Nein! Macht das nicht immer direkt hinter Marvin, das wäre wahrscheinlich, ich wäre so weit gewesen. Ihr macht das nicht im First Deko Try. Deko hat das First Try, ich bin durch! Ich hab's auch First Try! First Leute, Try! Leute, ich hab das auch First Try, bin nur rausgerutscht. Next one! Leute! Komm, wir machen das echt First Try jetzt durch, komm! Nein! Komm schon, Alter, der ist nicht schwer. Und der nächste schwer. Punkt auch First Try. Jawohl, wir machen das die beste Map. Das gibt's doch nicht, läuft bei euch. Aber geil, das dass war man auch, sich... Ich First Try geredet hab. Geil, dass man sich hier doppelt dreht. Next one. So. Hopp. War nicht ganz so schön, Muchachos, ne? Aber angekommen sind wir. Nächster Punkt haben wir. Was, hier ist kein Checkpoint? Nein! Ich bin schon wieder an der gleichen Stelle, das gibt's doch nicht! Und ich hab ihn! Was ist hier Phase, Mann? Was ist hier los? Ich verstehe das hier gerade nicht! Leute! Komm! Und. Hab ich jetzt schon verkackt, oder? Also bei dem Teil jetzt habe ich komplett verkackt, Alter. Das war automatisch und ich wurde irgendwie rückwärts. Ja, ich habe ja auch gerade so einen automatischen Teil und ich habe keine Ahnung, wie es so weitergeht. Ey, Tomek hat sich gut eingespielt, wenn er mich schon deutlich überholt. Puh. Ja, endlich vielleicht nicht um einen Checkpoint, würde ich sagen. So, endlich, Alter, zweimal an dieser hässlichen Scheiße rausgeflogen. Alter, dieses Automatik. Finally! Nee, ich wollte gerade sagen, weil ich hab da auch Probleme. Second also, Point? Try wurde ich einfach rückwärts fahren für die Geballer. Nice, und ich hab den nächsten Checkpoint. Beim zweiten Try hab ich auch irgendwas verkackt. Oh nein, ich bin immer so aufgeregt, wenn ich weiß, diese Alter, automatische Kacke, ich weiß auch nicht, wie die funktioniert. Jetzt muss ich hier ein bisschen zusammenreißen. Wir machen das Comeback, Freunde. Wir holen die Leute ein. Okay, das ist okay. Ich will die Leute noch einholen. Wir müssen das Comeback machen. Okay, wir brauchen jetzt ein bisschen Rad, denn ich habe keine Ahnung, wie der automatische Schlüssel funktioniert. Ich bin ich nicht weit genug geflogen oder ins Loch rein? Ey, nein. Warte mal. Bin ich noch drauf? Oh nein. Das gibt's doch nicht. Komm. Das Einzige, was ich bei der automatischen Dinge gemacht hab, war der verkackt bei mir immer. Da kommt ein so ein Teil, wo du einfach was machst. Dann springst du und dann geht oben Warride weiter. Oder so ein Looping weiter. Ja, genau, okay, da bin ich die ganze Zeit. Aber ich hab hier nur echt keine Ahnung, was ich da machen muss. Ach da, lol! Oh, was ist hier los? Er respawnt aber nicht. Richtig random. Okay, manchmal kommt man da rein und manchmal nicht. Das ist echt scheiße. Der Sweet, Deko ist über Platz 1. Daddy und ist drin. Deko ist vor allem schon durch. Ich komme jetzt zum zweiten Mal dahin. Wow, Tomek, weg! Die einzige Schwierigkeit ist diese automatische Schizo. Tatsächlich war das automatische das Schwierigste. Ja, und da bin ich immer noch. Ich bin da gerade auch, jetzt weiß ich, was ihr meint. Ich bin da perfekt lang gefahren und einfach nicht reingeflogen. Ja, ja. Also mal schauen, ob Deko vielleicht nochmal in der zweiten Runde auch nochmal Probleme dort hat. Ach, zweite Runde? Nein! Also noch mehr Probleme, weißt du? Ich hab jetzt drei Tries gebraucht, glaube ich. Okay, ich glaube, jetzt habe ich's. Okay, hier nochmal. Was? Hammer automatisch, ganz ehrlich, ey, serious.
Ich werde überall aussortiert. Ich war schon durch bei diesem Ding. Oh, okay. Jetzt weiß ich, worauf man achten muss. Ich glaube, man muss einfach sich ein bisschen lehnen, ne? Ja, man muss einfach in den Speed rein. Stark, den Punkt haben wir. Hä? Nice. Ja, aber ich habe alles mitgenommen. Es ist ich verstehe hier gar nichts. Du musst ganz rechts den Speed mitnehmen, Pobrot. Na, bei diesem Looping. Oh, und jetzt ist er durch. Nice. Weiter geht's. Okay, Kev, du bist ganz nah hinter mir. Was muss ich? Lol. Du bist ganz nah hinter mir. Warum war ich auf einmal so langsam, Alter? So, und den Warride hier geschafft. Weiter geht's jetzt. So, Deko ist 1 Minute 33 vor mir. Vielleicht kann ich da in der zweiten Runde noch ein bisschen besser scheinen. Warum drehe ich mich denn hier die ganze Zeit? Hey, Marvin, ich bin beim Runterfliegen auf einem Strommast gelandet. Lol, bin ich auch fast. Bin ich auch fast. Aber wirklich so perfekt mit ich bin ausbalanciert. Auch drauf gelandet, auf dem Strommast bin ich auch gelandet. Lol, das ist ja richtig geil. Hey, diese Map. Komm. Also dieser automatische Teil war wirklich am schwierigsten. Also jetzt schnellste Runde, oder wie? Warum bin ich jetzt so langsam die ganze schnellste Zeit? Schnellste Runde, ja, Sigi. Ja, und da müssen wir uns richtig beeilen jetzt. Na, meine erste Runde ist besser als meine zweite. Nein, reingekommen. Natürlich, gleich wieder gegen die Wand gefahren. Komm, und Abfahrt jetzt. Jetzt Abfahrt, Freunde. Jetzt. Dieser jetzt. Mann, ey, was für ein Trick, Mann. Nalgas. Hier dich. Knallgas! Der gute alte Moment! Tries, Alter. Von da? So! Erste Runde war seriously? GG. Seriously schon wieder, ne? Daddy fliegt! Probier mir doch meine haarigen Nüsse, Alter! Nein! Ich hab mich überdreht! Jetzt mal ohne Witz! Ey, das ist unnötig, Alter, wirklich. Das ist richtig unnötig. Was ist denn unnötig? Einfach schon wieder da, wo diese hässlichen Bremser sind. Da fliege ich einfach raus. Genau wie letztes Mal. Endlich, Alter. Ich bin bei dir, Hallöchen. Hallöchen. Ey, ich habe für den Teil da gerade, wo du jetzt durch bist, habe ich 7 oder 8 Tries gebraucht. Aber das ganze Ding First Try? Ich hoffe es. Komm, Daddy. Der Wille ist First Try. Komplett. Und das. Yes. Daddy, mach es. Nein. Es war fast der First Try durch diese automatische Scheiße. Und? Dafür hab ich jetzt automatische First Try gemacht. Man muss aber auch einmal nur richtig drauf landen. Das ist mir gerade passiert. Komm. Einmal durch und dann hast du... Ja. Nein! Mein First Try ist hier kaputt gegangen. Weil der Booster... Ich hab mich da gedreht. Ey, bin ich in Runde... Yes, ich bin in Runde 2. Nein! Kann ich mich saven? Komm. Schon wieder nicht! Deko, aber diesmal nicht ins Ziel fahren, ne? Doch, er darf. Ich darf. Achso, du bist ja... Okay. Nee, so, nein, die automatische Scheiße will schon wieder nicht! Komm! Alter, wie krass viel Tries er gebraucht hat, aber ich würde sagen, Deko ist. Was für eine Zeit? Ins Ziel geflogen. Deko nicht ins Ziel fahren. Doch, er darf! Was für eine Zeit hat Deko? Nein, Deko nicht. Oh fuck, wie fahr ich denn? Und schaffen wir den automatischen First Try? Bob. Das sieht gut aus! Runter. Also, bei mir bin ich bei dem automatischen First Try gegen die Kante geflogen, da wo es dann reingeht. Daddy hat den automatischen First Try und er ist durch! Naja, so viel Glück kann ich nicht haben. Jetzt läuft's doch hier. Ich hab nur am Anfang verkackt, Alter. Jetzt will ich nicht nochmal. Wir müssen weiter oben raus. Dann könnt ihr sogar Captain schnell zu unten haben, ne? Ja, ich bin relativ schnell. Schon wieder! Ich weiß nicht, was ich da anders machen soll. Ich komm da nicht rein. Hey, wieso dreht er sich so wieder? Nein! Hast du den automatischen noch nicht mal? Nee! Dann bin ich gleich bei dir. Komm. Ja, du kannst aber nicht ins Ziel fahren, ne? Nee, ich weiß, aber ich will meine Zeit notieren. Ich habe 2 Minuten. Oh, nicht schön. 57, man braucht jetzt 57, 58. Schnell, ey. Das Feuerwerk. Okay. Deko, schaust du bei mir zu? Weißt du, was ich falsch mache? 7 Minuten 58 kannst du bei dir zu. Marvin, du machst alles falsch. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Wieso sage ich 7 Minuten 58? 2 Minuten meine ich natürlich. 2 Minuten 58. LOL! Jetzt geht's oder? Ja, da bleibt. So. Man macht nichts anders! Man macht echt also nichts ich hab anders! Nur jedes Mal bei der Stelle so gemacht, dass ich. Lol. Dass ich nur um 5 gedrückt habe. Achso, ja, deswegen! Ich hab das nie gedrückt. 5 hat mir auch geholfen. Ah, okay, dann war das mein Fehler. Ich hab das nie gedrückt. Um da besser reinzukommen. Ja. Und das ja, ich hab. Geklappt. Die Kamera war immer richtig verixt. Ich wusste gar nicht, wie ich da überhaupt reinfliege. Verixt, jo. So, okay. Wir haben es. Finally. Also, wir haben sicherlich nicht die schnellste Runde. Oh ne, hast du es, Marvin? Ich hab's ja. Marvin, fahr nicht ins Ziel. Ich habe 2 Minuten 57. Okay, Kev, ich würde sagen, ich verprügel dich jetzt erstmal. Ich warte, ich fahre hier rum für den Screenshot.
Na, ich, nein, wir können. Oh, ich kann dich nicht verprügeln. Es wird spannend. Ey, wieso macht ihr sowas? Ich will doch die. Ich könnte die zweite. Nein, ich kann das nicht gewinnen. Ja, es wird spannend. Du musst dich jetzt beeilen. Ey, ich hänge hier irgendwo zwischen Stein fest. Wieso macht ihr sowas? Tomek, schnell! Warte doch, schaffe ich's? Oh ja, nein, ich wollte Tomek noch rammen, dass er nicht ins Ziel kommt. Ja, bist du da? Kein Kontakt. Warte mal, ist leider kein Kontakt. Wir fahren auch schnell. Bin ich schneller als Marvin, oder? Marvin, also, wir sind alle qualifiziert für Warride 4 und 3. Weiter geht es mit einer Oldschool-Geschichte. Und zwar einer, ich weiß gar nicht, was ist, eine automatische Struktur mit dem Centorno. Automatische Struktur. Ich glaube nicht, ich weiß ja nicht, es steht da nicht, was ein Automat, aber hier steht, dass man W drücken soll, um Gas zu geben. Ich glaube, es ist ein Loop. Also, Muchachos, ich bin schon wieder outen hier. Ich habe leider meine Aufnahme nicht geklappt. Das heißt, letzte Runde gibt es nur aus Marvins Sicht. Was mein Fehler war. First time, bitch. Deswegen, mein Fokus liegt jetzt bei Deko. Ja? So. Ciao. Marvin, hast du den weggerannt? Bist du mad auf mich, weil ich schneller war als du? Mad? Nein, ich bin noch nicht mad. Mad, sowas kennst du gar nicht. Hey, lass dich das! Verpiss dich! Nein, bist du hast du durchgekommen! Hast du gerade durchgekommen? Alter! So verdient Marvin, Alter. Das. Die kam geil geschmissen, ja. Alter. Ja, schön, ich war auf Helgen. Eine Haftbombe! Nein! Und sie vernichtet dich! What? Please! Ey, seriously! Wuhu! Marvin ist durch die Haftbombe durchgefahren, so richtig! Easy! Stuntmäßig, Alter! Junge, auf Felgen ist es geht noch! Scheiße! Es geht noch. Jetzt ist böse! Ich fahr so lange ich kann auf Felgen! Marvin hat wieder Glück, weil er jetzt nach vorne pushen kann! Oh, was haben wir denn hier? Automatik-Schießen. Hey. Wer war das? Wer war das? Hey, mit Annäherungsminen auch noch. Nein! Ich darf das, ja? Du hast verkeckt. Ey, nochmal. Ich bin auch noch an den Annäherungsminen vorbeigefahren. Deko hat's nicht. Ich hab den Punkt nicht bekommen. Okay, das war Karma. Alter, das war schon ein bisschen Karma. Ohne Reifen jetzt. Jetzt geht's ab nach oben. Hopp. Ja, von uns wird hier, glaube ich, niemand erschaffen. Lol, ohne Reifen keine Chance. Nee, deswegen. Lol. Hör zu! Was, Tomek, du bist durchgekommen? Ja, ich wäre durchgekommen, aber du hast mich dann blockiert. Na, so schafft es keiner. Okay, keiner von uns schafft es. Ich schaff es nicht. Ah, ich war schon mal drauf. Ey! Keiner von uns schafft es. Nein! Ey Junge, ich hab das Demo für dich auseinandergenommen. Und jetzt kommst du mir so. Wirklich? Jetzt kommst du mir so. Ey, ist das dein fucking Ernst? Ich bin durch! Jungs, verzieh dich! Deko, überleb! Verzieh dich! Nein! Komm schon! Verpiss dich, Marvin! Verpiss dich! Verpiss dich doch! Oh Mann! Ey Mann! Könnt ihr auch bitte einmal selber spielen? Hört auf! Ich hab's noch nicht einmal! Ich durfte noch nicht einmal mit Reifen fahren, Alter! Schau, Cap! Ja! Go, Danny! Das gibt's ohne Reifen! Noch nicht ein einziges Mal! So, warte mal. Ja, irgendwer ist doch schon wieder hinter mir und will's wissen. Also, Deko ist auf jeden Fall schon durch. Kurz vor dem Ende, Tomek weggehauen! Hef! Perfekt! Hey Junge! Oh, ich bin gar kein Mal da! Ich bin immer jemand! Immer! Oh, das ist zu geil, Mann! Und jetzt, es blockt! Ich hab Reifen! Okay, diesmal keiner, ja? Diesmal keiner! Kämpf, du Assi! Das hast du Alter, wie Assi war das? Das hast du einfach nur... Hä, das war doch ganz am Anfang. Wo war das Assi? Ich hab nichts gemacht! Ich hab extra nichts gemacht! Marvin ist das unschuldig, aber er hat die ganze Folge nicht please gemacht. Marvin ist der größte Bastard ever, Alter. Das ist wirklich so. Ja, Kev, du bist nicht viel besser. Das habe ich auch nicht gesagt, aber... Ja, Deko, der Annäherungsmini redet hier von Bastard, Alter. Aber hey. Deko ist auch schon nach vorne getryhardet. Ja, ist auch so. Deko, der tryhardet! Ey, Marvin hat eine scheiß Annäherungsmine auf den Wallride gelegt. Und finden, du legst dir an jeden Punkt eine Annäherungsmine an deine Schnauze, Alter. An jeden Punkt. Ja, weil ich auch durchgehe, wo alle ums Spiel weggefickt werden. Wie denn, wenn du Erster bist, Junge? Wie kann du Erster bist? Wie viele hast du noch, Alter?
This is not the time to wander. Jede Annäherungsmine nehme ich mit, Junge. Und schon wieder eine, ich sehe die ja auch einfach nicht. Die hat ich hab den Marvin. Nicht mit. Ciao, Digga. Ey, die hat da am Bordstein versteckt, Alter. Extra gewartet. Boah. So. Jetzt hol uns doch erstmal den Punkt, weil das wird dir echt zu viel, Mann. Das wird dir wirklich das zu viel. Das gibt's doch nicht, Alter. Das ist ein Schmackes. This is not time to das Problem ist halt einfach, für jede Annäherungsmine, die ich von Deko kassiert habe, wird der dritte Platz eine Annäherungsmine von mir kassieren. Yes. Ja, ich hab hier gerade zwei bekommen. Wir sind beide durch. Im Ziel! Muschis! Deko ist so. Im Ziel. Und da ist Runde. Der Junge weiß es nicht! Wo? Muschis! Warum? So viel an. Oh, da hab ich wohl. Warte, war das meine? Oh. Das war meine. Marvin, Marvin. Ich sag doch, Deko, du hast dich fünfmal gesprengt. Marvin wird jetzt auch fünfmal gesprengt. Please, unterlassen Sie das. Gesprengt, oder nicht? Lol. Ja, ich wurde gerade gesprengt. Aber ich finde, also Marvin hätte ungefähr 10 Annäherungsminen verdient und Kev ungefähr 8. Ja? Also man muss sich einfach, wenn man mit euch spielen will, so ausrüsten. Das sagt der Richtige. Deko ist ein genauso großer Faker und stellt sich jetzt an. Hä, du hast angefangen mit den Annäherungsminen. Nein, Marvin hat angefangen mit Annäherungsminen. Ja, aber ich bin auf einmal ein Bastard von Anfang an, Alter. Jungs, du kannst nicht. Tomek, es tut mir leid. Guck mal. Ey, ihr seid beide voll die Bastarde, wenn ihr mit Annäherungsminen anfangt. Tomek, ich bin auf Deko gegangen, Deko ist auf Kev gegangen und ne, das ist der Kreis, glaube ich. Ja, LOL! Den muss ich schließen, bitte. So. Das werde ich machen. Der Kreis wurde gerade eben geschlossen, ich habe Marvin dem Ziegenmann geopfert. Nein, nein! Muss verkacken! Wenn man nicht mehr alleine fährt, ist es so chillig. Kev, du darfst nicht ins Ziel fahren, ne? Oh, scheiße! Aussteigen! Boah, das war close. Das war close. Gut, cool, jetzt bin ich wieder hier, jetzt haben wir es gleich. Kev, baller Marvin weg! Never! Wenn jetzt hier nichts Überraschendes mehr steht, dann haben wir es gleich. Ja, was willst du, hä? Was willst du? Aufstehen! Aufstehen! Komm her, Marvin, prügel dich! Läuft, okay, Mann, ich messer dich! Läuft! Warte! Wer sagt Messer und hat einen Raketenwerfer? Na, weil Tomek da war, der wird sich vorschleichen, deswegen. Schlitz! Bam! Wer wieso, bist du, Mann? Wer bist du? Benutzt das verfickte du kannst Messer nicht. Und nicht dein Bein! Jetzt hol ich die Machete! Wieso tritt denn meiner mit einem Messer, Alter? Bist du dämlich? Ey, jetzt mal ohne Witz, du hast ein Messer in der Hand und du benutzt deinen Fuß? Hey, hallo, ich will doch gerade Tomek aufhalten. So, jetzt hält mich keiner. Warte, ruhig nicht. Was? Warte, nochmal einen Kampf, ey. Was? Was ist denn verkehrt mit dir? Los, ein Messerkampf. Dreier-Faustkampf. Okay, ein Dreier-Faustkampf, okay. Dreier-Faustkampf, kommt her. Ich bin John Cena! Ich geb dir gleich John Cena! Bam! Alter, komm weg! Junge, er kriegt ja richtig! Hör auf mit der Kombination! Bam! Hey! Aua! Bitte in diese Kombi! Tschüss, Kev! Warte, einmal rum! Bam! Bam! Hola, Marvin! In den mein Auto! Rücken. In den jo! Nein! Aua! Ich bin so geil! Meiner liegt, aber er ist noch lebendig! Was? Nein, lass mich doch mal in Ruhe! Der Marboschu! Oh! Warte mal, ich kann ja. Spring! Nein. Ja! Der Killer! Tschüss! Das ist nein! Was? Er hat es geschafft! Pelz, Mann! Pelz! Pro Bosser! Erklärt den Day! So, oh, war das schön. Oh, das war ein richtig schön trolliger, individueller Abschluss, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten. Macht's gut, checkt auch alle Kanäle aus. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Leute, ciao.